Ja, der Bobbele. Vielen bekannt auch unter diesem Namen, heißt aber Boris Becker. Ein Tennisstar, der auch während meiner ganz jungen Zeit durchaus noch sehr weltberühmt war. Er war damals einer der jüngsten, der den Wimbledon Cup gewonnen hat. Und dann am Ende hat er leider nur noch mit einem Thema Schlagzeilen gemacht. Und zwar Steuerprobleme, Steuerhinterziehung und Insolvenz. All das hat Boris Becker natürlich in seiner Zeit als Tennisstar und danach gehabt. Doch woran ist es eigentlich gelegen und vor allem, was können wir daraus lernen? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias und ja, ich habe früher als Kind auch mal Tennis gespielt, aber ich würde mal sagen, weit davon entfernt, ein Tennisstar zu werden. Deswegen hat es für mich nur bis in die Steuerberatung gereicht. Aber ganz klar ist, Boris Becker ist eigentlich auch ein bekannter Fall für ein sogenanntes Upper Limit Behavior. Mit seinem ersten Coach und Trainer hat er Wimbledon mehrfach gewonnen und war einer der erfolgreichsten Tennisstars überhaupt. Noch dazu ein Deutscher, was durchaus natürlich schon eine Besonderheit zur damaligen Zeit war. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war er beim ersten Mal nicht mal 17, also Wimbledon-Sieg, und dementsprechend hat er dort natürlich hier es weit gebracht. Dann hat er den Fehler begangen, so berichten mehrere, dass dann das Scheitern begann und das war im Grunde Austausch seines Trainers, weil er im Grunde einen Höhenflug hatte. Dann ging es so weit, dass er aber über diverse natürlich hier, ja sag ich mal, Steuerhinterziehungstatbestände am Ende im Jahr 2002 hier am Münchner Landgericht über ihn ein Urteil gefällt worden ist. Hauptgrund war das Thema Wohnsitz. Und das ist was, was vor allem bei vielen internationalen Personen auch immer wieder das Thema ist, was wir auch schon jetzt dieses Jahr bei Shakira hatten. Da ging es dann darum, ja, wo wohnt die denn eigentlich? Wo ist eigentlich der gewöhnliche Aufenthalt und vor allem auch, was kann man im Grunde machen, damit das im Grunde klarer wird? Ganz klar war am Ende so, dass er sich im Grunde hier dann mehr Zeit in Deutschland aufgehalten hat als in Monaco. In Monaco hat er aber seinen Wohnsitz angegeben. Was dann aber dazu geführt hat, er hätte dann eigentlich hier im Grunde eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland begründet, hat aber dementsprechend hier keine Steuern abgeführt. Und Becker schuldete am Ende dem deutschen Finanzamt mehrere Millionen. Und das große Problem ist bei solchen Persönlichkeiten ist, sie haben einen sehr guten Lebensstil und gleichzeitig aber natürlich auch das meiste Geld, was im Großen und Ganzen für Unternehmen auch immer relevant ist, das sollte nicht ausgegeben werden. Die Steuerrücklage hätte er sowieso bilden sollen, aber ganz klar ist natürlich an der Stelle, hätte ihm wahrscheinlich auch nichts gebracht, weil er nämlich dachte, er war gar nicht steuerpflichtig in Deutschland. Deswegen sagen wir unseren Mandanten auch immer, die, sage ich mal, ja, Doppelansässigkeiten haben oder, sage ich mal, doch eher ja, am Limit sind, so unbeschränkte Steuerpflicht oder gar keine Steuerpflicht, hier vor allem darauf zu achten, dass alles sauber getrennt ist. Vor allem die Angabe beim Wohnsitz kann, wie gesagt, darüber entscheiden, ob du vielleicht hier erfolgreich bist oder insolvent bist. Denn manchmal ist es so, dass vor allem auch in einem längerjährigen Verständigungsverfahren zwischen zwei Ländern hier plötzlich am Ende rauskommt, ja, dann wollen eben beide das Geld vom Finanzamt oder von dir halt haben als Finanzamt. Du willst noch mehr? Auf steuermitkopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Weiter ging es dann aber noch, dass Boris Becker noch über weitere Themen drüber gestolpert ist, und das waren Offshore-Konten und Firmen zur Verschleierung von bestimmten Einkünften. Hier wurden zum Beispiel auch bestimmte Gelder dann ins Ausland verschoben. Becker soll hier gestanden haben und wurde dann zu 2 Jahren Haft verurteilt auf Bewährung und einer Geldstrafe von 500.000 Euro. Gleichzeitig wurde er dazu verpflichtet, nachträglich die offenen Steuerschulden zu bezahlen. Und das ist dann am Ende das passiert, was im Grunde dann den meisten Steuerhinterziehern passiert, die im Grunde vor allem aus dem sportlichen Bereich rauskommen. Sie haben keine finanzielle Rücklagen, im Grunde eine sogenannte Kriegskasse. Und das ist das große Problem, denn 2017 wurde Becker dann in London für insolvent erklärt, was am Ende natürlich dazu geführt hat, er hat hier im Grunde Schulden in Millionenhöhe und weitere Rechtsstreitigkeiten gehabt. Hier ging es ja auch darum, dass jetzt er nochmal dann zur Haft verurteilt wurde. Das große Problem war aber natürlich für Boris Becker am Ende, er hat natürlich sehr, sehr viel erreicht, vor allem in jungen Jahren. Und das ist durchaus das größte Problem, was viele dann an dieser Stelle haben, weil im Grunde sie so erfolgreich sind, dass sie am Ende natürlich hier vieles ganz einfach, ja sag ich mal, ausblenden und dann natürlich auch denken, dass es immer so weitergeht. Ich glaube, Boris Becker war ja mittlerweile 4-mal verheiratet. Hier laufen ja auch durchaus, sage ich mal, mehrere Unterhaltsthemen auch gleichzeitig noch. Und man sagt, hier haben sich natürlich dann ein gewisser Höhenflug, der auch Unternehmer oftmals erwischt. Also man sagt, da ist keiner davor befreit. Also jeder hat mal einen gewissen Punkt, einen gewissen Höhenflug. Doch die Wichtigkeit ist,
fängt man sich selbst dabei wieder ein, dann kann man eventuell, kommt man vielleicht mit einem blauen Auge davon, oder fliegt man so weiter, und das ist vor allem bei Stars, also Fußballstars oder Tennisstars oder allen anderen Stars eben das Thema, die werden so weiter gepusht, weil sie es natürlich auch von ihren Fans bekommen, dann im Großen und Ganzen von im Grunde ihren Managern, die sagen, boah, du bist der Beste, du kannst alles super, das kriegen die alles hin. Und am Ende vertrauen sie auf Personen, die ihnen im Grunde niemals die Wahrheit gesagt haben. Denn da ist es auch so gewesen, ja, bei Steffi Graf, beim ehrlichen Fall, da war es ihr Vater, der ja einiges, sag ich mal, verbockt hat. Aber ganz klar ist es trotzdem so, dass er sagt, hier ist es durchaus wichtig, sich auch als Unternehmer, aber auch als Star, wenn du in irgendeiner Form auch Musiker bist oder sonstiges, dich hier drauf natürlich auch selbst mit zu befassen, nicht jetzt, sag ich mal, im Grunde zu versuchen. Und das ist das Problem, wobei auch viele Stars dann immer wieder scheitern und auch viele erfolgreiche Unternehmer und Berater und sonstiges, weil sie versuchen, das ist natürlich wirtschaftlich durchaus richtig, aber sich von einem Weißen über einen grauen in einen schwarzen Bereich auch in den Steuern hin bewegen, wo man ganz klar sagen kann, da hätte man beim grauen oder beim dunkelgrauen schon aufhören sollen, denn wenn man den letzten Schritt macht, dann kann es meistens in die Insolvenz führen. Was bei Boris Becker am Ende der Fall war, denn da war im Grunde genug eben nicht genug. Du willst mehr von Steuern mit Kopf? Dann schau gleich mal vorbei auf steuermitkopf.de. Mit unseren Online-Kursen und Fachbüchern erklären wir dir die Welt der Steuern. So einfach wie nie. Individuelle Steuerfrage? Auch kein Problem. Buche jetzt deine 30-minütige 1:1 Online-Beratung bei mir oder einem anderen Steuerberater aus unserem Team.